So. Ach du heilige Scheiße. Weil da muss ich gar nicht hin. Da muss ich gar nicht hin. Ah! Naja, nehmen wir trotzdem mit. Ah ne, doch muss ich. Ich mache da ja eine Einmündung. Alles gut, alles richtig gemacht. Ey, scheiße, Junge. Ja, kommt rein, meine Freunde. Lass euch nicht so viel Zeit hier. Wenigstens so ein bisschen optisch anpassen, damit das nicht wie so eine Linie aussieht. Ist ja sonst schwierig. Dann gehen wir jetzt noch so 2, 3 geradeaus und dann können wir da runter. 2 reichen. Das wäre sogar schon einer zu viel. Das ist sogar schon einer zu viel. Machen wir direkt weg, gehen wir direkt runter. Okay, also hier ungefähr. Oh, ist ja entspannt, das ist nur ein ganzer Wald. Nochmal ganz kurz hier eine Kiste hin. Jo, oh, alles klar. Machen wir einfach 2 Kisten dahin. Ist ja egal. Komm, nehmen wir den ganzen Wald mit, was soll's. Wenn wir schon mal dabei sind. Guck mal, wie viel Baumstümpfe hier sind. Holy shit. Geht aber, ne? Cool, dann baut man, meine Freunde. Ja, es ist toll, was so ein schönes Preset zu nehmen und hinzubauen. Jetzt kommt Easy Target von Matt Large. So, haben wir. Das hier will ich gerne mal abreißen, auch wenn ich den Platz dafür kaum habe. Aber wir machen einfach dann noch Kiste, ist ja egal. Einmal einen ganzen Wald abgerissen für eine Kreuzung. So macht man das halt. Pass auf, wir machen mal ganz kurz hier so ein kleines Zwischenlager hin. Da sind die anderen Kisten. Passt. Wir können ja wieder einsammeln, weißt du? Dann haben wir sie wenigstens gebündelt. So, jetzt gehen wir hin. Fahren bis... Jetzt muss ich überlegen, weil das wird ja auch noch bebaut wahrscheinlich. Eisen werden wir sehr viel benötigen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie viel Minen wir davon letztendlich nehmen von Eisen. Vielleicht überschätze ich das ja auch ein bisschen. Weil wenn wir hier schon 6 Stück drauf bekommen haben... Mal sehen. Aber prinzipiell... Würde ich sagen, fahren wir einfach bis kurz davor, machen dann ein Dead End rein. Ja, machen wir auch. Das klingt nach dem Plan. Wobei, so viel dafür brauche ich gar nicht. Das ist gut. So, passt. Ganz kleine Bällchen da oben kann weg, das hier kann weg. Weiche Natur, weiche. Zack, und weiter. So. Ah, ich wollte schon sagen, ich habe doch noch genug Sprengstoff drin eigentlich. Krass. Soll jetzt nicht zu weit gehen. Aber bis zum Stein quasi. Ist ja optimal. Aber wenigstens so ein Anhaltspunkt. So, noch einmal ganz kurz hier durchgehen. So,
Sieht ein bisschen angepasster aus. Sieht gut aus. Passt. Dann nochmal ganz kurz zwei Schritte geradeaus gehen. Und dann machen wir ein Dead End da dran. Aber auch hier können wir eigentlich darauf verzichten, wie das Ding hier ist. Mal gucken, ob wir es schon später brauchen oder nicht. Aber erstmal brauchen wir es nicht. Jetzt kommt False Immunity von Dex 1200. So, die nächste Schiene ist auf jeden Fall beendet. Dann gehen wir jetzt hier runter und machen dann einfach hier unten im leeren Feld ein Dead End rein. Dann ist das Ding ja auch quasi entspannt fertig. Dann passt das. Super. Ah, wie erwartet, die Schienen gehen tatsächlich sogar relativ schnell. Das ist sehr entspannt. Warte, wir haben so viele Items im Inventar, es ist unfassbar. Geht das rein alles? Easy, wir haben nur noch genug Platz drin. Passt. Ich hoffe, wir können diesen einen Weg jetzt zumindest abschließen, bevor wir ganz voll sind. Das wäre echt hilfreich. Also wenn wir irgendwann mal Holzmangel haben, ne? Dann weiß ich aber auch nicht, du. Weißt du, eigentlich... Der normale Factorio-Spieler fackelt einfach den ganzen Wald ab oder macht halt einfach alles kaputt, was irgendwie holzig ist, so, ne? Aber das Ding ist halt, ich dachte mal halt so, wir haben dann eine fixe Größe von einem Wald. Von einem Gebiet. Also können wir den gesamten Wald auch einfach abreißen und einfach dann eintüten und nehmen den einfach mit. Weil dann haben wir so einen bestimmten Wert an Holz, den wir so vorgegeben haben, den wir dann halt so gesehen eigentlich ja auch nicht von woanders her bekommen, weil das ja vom Gebiet her nicht weiter erweitert wird. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich werde das nicht weiter erweitern. Ne? Das wird schon echt so auf der Größe bleiben. Das ist schon riesig. Dann haben wir halt so einen fixen Holzwert und dann müsste der halt bis zum Spielende laufen. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech. Ich bin echt gespannt. Was im Weg? Achso. Kackbäume mal wieder. So. Wunderbar. Das Lied ist schon fast ein bisschen zu lang, weil ich auch für den Hintergrund finde ich es okay. Ja, geht. Wobei, ich glaube, ich werfe das doch raus. Ich finde es irgendwie zu langweilig. False Immunity ist das. Habe ich das? Da ist das. Raus damit. Ja, bis jetzt haben wir eine ganz gute Quote eigentlich von Liedern. Bin ich ehrlich. Diese ganzen abgestorbenen Bäume nehmen wir mal alle mit, weil abgestorbene Bäume sind scheiße. So. Die gesamte Masse hat es geschafft, aber diese paar Roboter, ne, die sind wieder vom Strom leer. Tja. Weißt du, das wäre übrigens eine echt gute Forschung. Weißt du, es gibt zwar Geschwindigkeit für die, aber eine gute Forschung wäre der Sprit für die halt länger. Das wäre fantastisch. Oder, nee, das andere war nur, hier die Tragemenge, ne? Ja, Transportmenge und Geschwindigkeit gibt's nur. Ja, die Laufzeit wäre halt meiner Meinung nach vom Wichtigsten irgendwie bei den Robotern. Ach was. Oh, wir haben es geschafft, ist leer. Hm. Jetzt hat es doch echt an den Dingens gescheitert. Ich pack's nicht. Nehmen wir den auch nochmal ganzes mit. Tüte den ein, meine Freunde. Dann nehmen wir mal ganzes die Kiste in die Hand. Oder die Kisten, soweit es geht halt. Alter. Wir können allein schon zweimal laufen, nur um den ganzen Scheiß da rauszuholen. Ist ja viel zu viel alles. Naja. Was soll's. Ist ja nicht so, als wäre das irgendwie eine weite Laufstrecke oder so. Nee, nee. Ist ja quasi nur ein Katzensprung. Du guck dir das mal an, ey. Ach du Scheiße. Wie weit das einfach ist. Holy shit.
Tja. Elena Holz, ich kann da gleich wieder neue Kisten hinsetzen. Alles nur mit Holz. Das ist ja so abartig. Naja, erstmal gucken. Jo, genau. Mhm. Holy shit. Vorher ist ja nur die erste Furie jetzt, da kommt ja gleich noch der ganze Kram dazu. Damn. So, und die Kisten hier sind leer. Easy. Ich sag, das ist eine gute Idee mit den Kisten gewesen. Hätte ich schon viel, viel früher machen müssen. Keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht gemacht. War nicht ganz so smart. Müsste eigentlich reichen noch an den Dingern. Signale haben wir mehr als genug. Strommasten sowieso. Sprengstoff auch. Das heißt, das geht. Dann können wir einfach wieder losgehen. Erstmal ganz viel. Na, warte, wir sind jetzt ja nicht ganz so doof, ne? Wir gehen erstmal ganz kurz die Kisten holen. Fervent oder Fervent von Christopher Moe Ditlevsen, Anna Dager und Hannah Ekström. Das fand ich auch sehr gut tatsächlich. Aber Christopher Moe Ditlevsen ist sowieso ein guter Typ, was das angeht. Oh, das war nicht so smart. Ja. Okay. Hat das echt gepasst? Lol. Cool. Die zwei Kisten. Junge, Junge. So, das will ich hier nochmal ganz kurz ein bisschen anpassen, weil das sieht irgendwie so abgeschnitten aus hier. Na komm. Das ist, glaube ich, okay, ne? Ja, es geht schon. Die nochmal ganz kurz mitnehmen hier. Sehr gut. Das ganze Ding nehmen wir mit. Das sprengen wir. Oh Gott, ich habe ein bisschen am meisten Schiss habe ich vor der ganzen Verteidigung tatsächlich, dass die irgendwie nicht hält, wenn wir die ganze Fabrik eröffnen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Die Mauer selber ist zwar echt stabil, so was das angeht, aber man darf ja nicht vergessen, dass da noch der ganze Zwischenpart kommt mit den... Warte, ich mach mal ganz jetzt hier den Kram weg. Die Klippe kann auch weg. Die Steine, die angehauen sind, können mal weg. Die ganze Klippe hier kann weg. Das ganze Wäldchen hier muss ein bisschen angepasst werden. Ist okay. So passt aber eigentlich jetzt, ne? Da fehlen 5 Roboter. Da fehlen 5 Roboter. Ach, die schweben dann noch. Achso, okay. Ja, dann ist gut. Dann ist ja auch fein. Jetzt habe ich das da oben abgerissen, ne? Fehler? Ich meine, ist jetzt eigentlich eh egal, ne? Hä? Achso, waren 2 Segmente mein Fehler, sorry. So, passt. Das ist jetzt Fipsi Tankchen von Hasten. Dim, dim, dim. Oh, bisschen zu weit. Ach ja, das gute Holz mal wieder. Meine Fresse. Hauptsache der Steinhaufen ist schon wieder leer. Krass. Okay, dann mal weiter füllen hier.
Junge, Junge, Junge. Alter, guck dich einfach mal allein das Holz hier an. 350.000! Ja, genau. Naja. Warte, wo sind denn die jetzt, die beiden? Da. War auch smart, die einfach irgendwo hinzustellen. Und den ganzen wieder zurücklaufen. Dann trinke ich eben was. Jetzt haben wir Friday Fright Night von DJ Dance the Rooster. Ja, weiß ich auch nicht. Generell die ganzen Beats sind ja größtenteils diese ganzen Modern-Hip-Hop-Dinger. Bin ehrlich, da sind extrem viele gute Beats bei, aber nur als Instrumental. Wenn du die jetzt wirklich mit den ganzen Gesang dazu nimmst, dann wird es teilweise echt schwierig, bin ich ehrlich. Also no front und so, ja, aber boy, also manche kannst du echt nicht geben. Vor allem wie viel Mumble-Rap da drin ist, ne? Alter Schwede. Also da bin ich jetzt ja persönlich kein Fan von, ne? Das ist ja, kann ja jeder gerne machen, aber oh boy, das brauche ich nicht. Also bei aller Liebe, du, aber irgendwann ist auch eine Grenze bei Musik, für mich persönlich. Und es gibt viel Musik, die ich mir anhören kann, weil irgendein, keine Ahnung, irgendein Kumpel hört die oder so. Oder wenn du halt mal irgendwie im Auto oder was weiß ich nicht irgendwo bist und die anderen hören sich das an, dann... Ich habe da echt eine sehr hohe Toleranzgrenze, aber gerade wenn es sowas wie Mumble Rap ist, da bin ich raus. Also da muss ich auch sagen, da ist für mich irgendwann so eine Schmerzgrenze erreicht. Da würde ich dann sogar sagen, mach den Scheiß aus, Junge. Tut mir leid. Naja. So. Hier können wir sogar diesmal wieder den hier nutzen. So. Ach so. Ach so. So fährt der. Der hier jetzt ein bisschen gemacht, wenn der von unten kommt. Scheiße. Jetzt Umbaustation ist auch doof, oder? Wobei, ist das doof? Wir speichern ganz kurz. Eigentlich ist es gar nicht so doof. Was wäre klüger, wenn die halt von unten nach oben fährt diesmal? Dann machen wir das. Ist zwar kurz ein bisschen ungünstig, aber das kriegen wir schon hin. Da muss es ja so angebunden werden, ne? Ja, dann geht's natürlich genau wegen einem Block jetzt wieder nicht, ein Klassiker. Da ist ja kein Problem, kriegen wir trotzdem hin. Binden wir den einfach so an, das ist schon okay. Ja, hab ich erwartet, dass das passiert. Scheiße. Ach, was für ein Troll. Der ist doch doof, jetzt wegen einem Rohr. Jetzt macht keinen Scheiß. Ja. Mann. Ich könnte den... Aber direkt dran bauen ist halt auch irgendwie scheiße, ne? Oh, Leute. Wirklich? So ein Mist. Ich will gerade überlegen, ob ich noch irgendwo hier ein Rohr klauen kann, aber mir fällt keine Idee ein, wie ich das besser machen kann. Ja, scheiße. Aber jetzt nur deswegen... Ist ja auch Quatsch. Weil umgedreht hätten wir den ja logischerweise direkt da so anschließen können. Ach komm, ist egal. Müssen halt ein Rohr platzieren. Was soll ich machen?
Richtung gelaufen. Müssen wir halt recht dran denken, dass wir da irgendwie ein Rohr noch hinsetzen müssen. So ein Mist. Kann ich nicht doch irgendwo ein Rohr retten? Ist witzigerweise eigentlich das gleiche, ob wir es jetzt so rum oder so rumsetzen, ne? Von der Entfernung her. Tja. Das macht zwar keinen Unterschied, aber wir könnten das doch ganz kurz da dran setzen. Ja, fuck. Scheiße. Ich will jetzt nicht wegen einer einzigen Rohr nochmal gleich hier hinlaufen, aber wahrscheinlich wäre das zeitlich sogar das Beste, was wir tun können, ne? Ach, ist das belastend. Gibt es nicht doch irgendwie noch eine Variante, wie ich das lösen kann? Dann holen wir halt ein beschissenes Kackrohr, man ist doch doof. Und hier war natürlich auch keins drin, ne? Ist ja logisch. Huch. Wieso waren jetzt Strommasten noch drin? Achso, ja, klar, der von hier genau macht Sinn. Dann muss der auf jeden Fall jetzt nach unten gehen, ist ja klar. So und dann so. Das Lied jetzt ist übrigens Glowing in the Dark, aber nur als Instrumental. Es gibt dazu auch tatsächlich noch einen kompletten Song so, aber ich dachte mal, das Instrumental reicht mir persönlich. Weil wie gesagt, meistens ist der Gesang halt eher störend bei solchen Projekten. Du sollst es schon als Silhouette machen, danke. Ja, wobei, ich muss kurz auf die Roboter warten, sonst fliegen die wieder nicht so richtig. Aber ja klar. Wir fangen mal ganz jetzt unten an. War erst sowas von klasse, was hier passiert. Danke. So. Das sieht doch gut aus, oder? Dann machen wir einfach so ein bisschen random ab und zu ein paar Signale rein. Die müssen ja nicht unbedingt passen, die müssen nur irgendwie okay sein. Einfach so ein bisschen die Segmente trennen. Wo ist jetzt ja nicht so wichtig hier? Ausnahmsweise mal. So, hier natürlich schon. Da muss das Ganze natürlich zusammengebaut werden. Ja, smart. Zusammengebaut werden. So, dann haben wir zumindest schon mal den Punkt drin. Dann kommt hier natürlich auch noch mal ganz kurz ein kleines Signal Zeug rein. Zack. Dann passt das. Dann kann der mich jetzt hier reinfahren dazu, knüpft sich das Zeug und fährt wieder raus. Sieht doch okay aus, oder? Kann man machen, finde ich. Wobei ich es mit der Schräge hier ein bisschen komisch finde irgendwie, aber die ist also auch nicht so schlimm irgendwie. Ja, wobei geht eigentlich, ne? Ne, passt schon. Nee, ist schon echt fein. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eine Sache vergessen habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, was genau. Strom. Siehst du, ich wusste, ich hätte irgendwas im Kopf. So. Einfach schöne Linien entlang ziehen hier. Perfekt. Optimal. Das ist doch kacke hier. Wir können es auch hier dran anschließen, theoretisch.
So, nun schwammen wir uns den hier. Das ist auch gut. Perfekt. Wir müssen jetzt alle Strom haben. Hier wird jetzt gepumpt, wie blöde. Leute. Hä? Hä? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Nein. Es hätte ein kleiner Gleich sein müssen bei einer Pumpe. Nein, das ist jetzt bei jeder Station so. Ah, so ein Mist. Aber ganz ehrlich, es funktioniert. Hier vorne ist immer leer und hier hinten ist immer direkt vollgepumpt. Und wie ihr seht, absolut exacto mundo überall gleich. Genau so, wie man es haben will. Es ist einfach wunderschön. Hier oben das Rohr ist immer durchgehend leer gepumpt. Sehr gut. Also es funktioniert einwandfrei. Sieht natürlich ein bisschen rumgesprungenmäßig hier aus, also ist ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Einziger Unterschied ist noch, den wir jetzt haben, ist natürlich, klar, da jetzt die vorderen Tanks nicht mit den Tanks hier oben angeschlossen sind, ist die linke Seite hier wohl jetzt ein bisschen priorisiert vor der rechten Seite hier. Aber das ist mir nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass halt tatsächlich, das ist da auch der Plan gewesen, dass die Pumpen alle gleichmäßig verteilt sind. Die rechte Seite ist halt dann Wayne, das ist dann nicht so schlimm. Es wird ja trotzdem einigermaßen gut verteilt. Aber ich hätte das eigentlich, hätte ich das komplett verbinden müssen, aber dann hätten wir die Signale nochmal irgendwie, nee, es wäre auch zu doof gewesen irgendwie, glaube ich, irgendwann mal. Nee, ist schon okay, passt. Wie sieht das umweltverschmutzungstechnisch aus? Oh, geht. So, nächster Schritt. Weil das passt mit dem hier auf jeden Fall, ist der hier, der nach unten geht bis dahin und macht da ein Dead End rein, weil wir tatsächlich dann ja mit dem hier eh weitergehen, der sich dann hier hinten da nochmal eine Station holt, dass wir hier ein Dead End einbauen und da ein Dead End einbauen, dann haben die auf jeden Fall zwei gute Anbindungsmöglichkeiten. Das machen wir jetzt dann also als nächstes. Sehr schön, dann läuft das erste Öl da unten schon mal durch. Hat ja auch nur zwei Folgen gedauert. Glaube ich noch richtig? Natürlich nicht. Ich habe es mir irgendwie schon gedacht, weil zwei da rechts gelaufen sind. Ich hatte so zwei Kupferminen gesehen, dachte mir so, das passt irgendwie nicht ganz. Guck's mal lieber nach. Besser ist, ne?